Thomas, wir bist du bereit, um zu erfahren, ob du deinen Job behalten darfst oder wieder zurück ins Drecksloch ziehen musst, wo du herkommst? Jo, halt die Fresse, Thomas. Ganz, ganz wichtig an der Stelle. Leute, was geht? Willkommen zu einer weiteren Folge von Keine Ahnung, warum ist niemand im UFO? Scheiße, ich muss mit Thomas aufnehmen. Leute, wir werden heute sehen, wie Thomas das erste Mal in seinem Leben Minecraft spielt. Ich bin auf jeden Fall hardcore gespannt drauf. Einiges ist mir komplett egal. Ich brauche nur ein Video. Was? Nichts, es ist mein erstes Mal, ja. Es ist dein erstes Mal, ja? Zumindest ist es dein erstes Mal Marksmann-Bild. Also ich habe schon Thomas ein, zwei Mal Minecraft spielen sehen, aber Thomas stellt mir also Basic-Fragen wie bei Minecraft, wie zum Beispiel findet man Diamanten auf Ebene 12? Und ich meine, das weiß doch jedes Kind, dass man da Diamanten findet, oder? Thomas, ja. Ich werde heute daran entscheiden, ob du würdig bist, mein Cutter zu sein oder nicht. Denn vielleicht kennst du meine Herkunft. Ich bin schon immer ein problematischer Mensch gewesen, der nicht ins Server reinkommt. So, jetzt. Ich bin schon immer jemand gewesen, der das Maß über das Game komplett dominiert hat, Thomas. Revolutioniert. Revolutioniert, geprägt hat eigentlich auch. Und ich werde dich jetzt einfach mal machen lassen, Thomas. Und wenn du jetzt verkackst, kannst du dir sicher sein, dass du auf jeden Fall deinen Computer heute schon abbauen kannst und gefeuert bist, ne? Ist ein bisschen unangenehm, aber ich will natürlich hier keinen Druck aufbauen. Nimm die Tastatur. Das ist meine Taste, die gerade runtergefallen ist. Die behalte ich. Ja, du spielst damit weiter. Kann ich die vielleicht... Das ist jetzt meine Taste, Thomas. Du brauchst keine. Thomas wird heute das erste Mal in seinem Leben Master-Builder spielen. Das ist echt dein erstes Mal Master-Builder, oder? Ja. Sehr gut. Thomas hat eine Menge Master-Builder-Videos schon geschnitten und er müsste eigentlich wissen, wie es geht. Ja, geht schon gut los, Thomas, auf jeden Fall. Was muss ich tun? Einfach warten? Du wartest jetzt erstmal genau. Da rechts ist eine Anzeige von Sekunden. Die musst du abwarten, Digga. Das ist gar nicht so schwer. Und dann, Thomas, musst du bauen, was da steht, ne? So, und ich möchte, dass du gewinnst. Thomas, solltest du, was machst du jetzt? Was machst du? Alles okay, alles super. Was machst du hier? Ja, perfekt. Hör auf, alles umzustellen, Digga. Ich brauche was für meine ESL-Plays. Junge, was war der Wert vorher? 62. Thomas! Oh Gott, Alter, oh Gott, das wird. Kann man mit so einer langsamen Maus spielen? Thomas, es braucht bei Minecraft eine Menge, Menge Präzision, okay? Und da ist eine langsame langsame Maus definitiv ein Vorteil. Kann es hier vielleicht mal anfangen? Ich meine, ist das Uganda Knuckles? Sieht genauso aus. Do you know the way? Do you know? Aha. Da. Way. Way. Das ist falsch geschrieben. Egal. Thomas. Es wird W-A-E geschrieben. Way. Ah. Do you know the way? Ich glaube, sie hat sich verstanden. Yes, yes. Revi. Oh yes, okay, gut, gut, okay. Leute, 9 Sekunden geht los, Thomas. Ich wünsche dir, wie gesagt, dass du hier komplette Glattrasur präsentierst, ja? Team Schielkind, das weißt du. Und wenn Team Schielkind nicht gewinnt, dann ist der Chef von Team Schielkind ganz schön sauer. Schielkind. Auch von Team Schielkind, der ist auch sauer. Den hast du nämlich immer sauer. Du musst mir aber Beratung geben bei diesen neuen Blogs. Ich kenne halt. Ja, ja, natürlich. Ich kenne halt Thema ist Light. Also, Thomas, was fällt dir bei Light ein? Licht ist es. Richtig, ganz genau. So, du gehst erstmal hin und machst erstmal einen anderen Boden. Ja, egal. Mach das. Hier, Rechtsklick drauf. Ja. Rechtsklick. So, jetzt gehst du hier drauf. Ja. Du suchst den Boden aus der Pass. Ich würde sagen, wir nehmen diesen Boden. Jetzt gehst du hin, Thomas, und baust eine Nachttischlampe, weil das ist ein Licht. Okay. Wir brauchen irgendeine Lichtquelle. Okay. So, also, Thomas, beginne. Bau erstmal noch einen Tisch, worauf die Nachttischlampe steht, oder? Ach. Du könntest auch ein Lighthouse bauen. Ja, ist ja cool. Jetzt lass mal. Genau. Erstmal ganz wichtig, nimm natürlich erstmal den gleichen Block, wie auch der Boden hat. Tolle Idee, Thomas, damit ich das schön voneinander abgrenzt. Es ist ja nicht so, als hättest du ein bisschen Zeitdruck, sag ich mal, ne? Du hast hier ganz ganz ruhig, Thomas, ganz ruhig. Wollte ich nur mal gesagt haben, ich bin absolut... Was machst du jetzt hier gerade? Zaun. Zaun gibt's bei Dekoration, Thomas, da oben. Sehr gut, so, ja. Das ist ein geiler Tisch. Ich find's jetzt schon scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Thomas, was ist dein Ziel? Ein Tisch. Es wird gut, glaub mir. Keine Ahnung. Wie gesagt, also es geht hier um deinen Beruf, nicht um meinen, ne? Ich, also Thomas, so, das war das Einstellungskriterium. Entweder du bist gut im Minecraft-PvP und gut im Master-Builders oder du wirst gefeuert. Diese Einstellungstest. Ja, richtig, richtig. Du hast damals einen Einstellungstest auf Revi-Server bekommen und ja, du hast dich irgendwie durchgemogelt, ja, glaube ich, Alter. Ich hab einfach meinen Kumpel spielen lassen. Digga, du hast wahrscheinlich einfach irgendwelche Hacks benutzt, Digga. Ja, der Tisch ist halt jetzt auch ein neues Design von Thomas. Kommt auch in der nächsten Bildfolge dann online, Leute. Da kann man mal sehen, wie innovativ Thomas hier an die Sache rangeht. Ja. Gut, du hast noch 3 Minuten Zeit, sage ich mal. Also alles in Ordnung, Thomas, ne? Und wenn du im Schnitt irgendwie das so schneidest, dass du gut bist, dann wirst du auch gefeuert. Ich bin einfach so eher als Alter. Sobald du zu viel rausschneidest, weißt du, was ich meine? Sind wir nicht über 10 Minuten. Das heißt, du wirst gefeuert. Mist. Ganz wichtig. Ja, wo sind denn diese Steintreppen? Da. Und die hier brauche ich noch. Und jetzt kann es eigentlich schon losgehen mit einem super... Ja, kann schon losgehen, oder? Kann direkt schon losgehen, Thomas. Okay? Ja. 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 Okay. Ja. Aha. Mhm. Okay. Genau. Ja. Sieht auf jeden Fall, was ist das für ein Stil? Wo ist das, was ist das für ein Einrichtungsstil? Das ist rustikal barock. Rustikal barock russisch, oder? Nee, orthodox. Nee? Ah, orthodox. Ja. Okay, ja gut. Russisch orthodoxer Einrichtungsstil. Wer kennt ihn nicht, natürlich. Ich stelle auch einfach jetzt keine Fragen mehr, ne? So, die Idee dahinter ist ganz gut, ja? So, eine Lichtquelle. Ist Glowstone. Da ist Glowstone, genau. So, dann setzt du den da oben rein. Ja.
Ne? Ja, jetzt brauchen wir irgendeinen coolen Schirm. Kannst auch die Quarz Half Slabs nehmen, kann ich dir nur als Tipp geben. Ist schon okay, was machst du jetzt? Wie wär's, wenn du einfach weiterbaust? Ja, nun denn? Nun denn, ja. Du bist auf jeden Fall der geborene Let's Player, also ich merke das schon, dass du hinter der Kamera stehst, hat auf jeden Fall seinen Grund. Perfekt. Ne? Das sieht auf jeden Fall, ja. Ja, ich kann mich ja nicht konzentrieren, also ich kann mich schon konzentrieren, aber dann nicht mehr auf die Kamera, ich bin... Du bist gerade... Ich weiß nicht, wie du so viel Scheiße labern kannst. Du bist gerade komplett in der Zone, oder? Gut, jetzt noch ein kleiner Hinweis, Thomas. Geh mal hier drauf. Und jetzt gehst du mal da drauf. Ja. Und jetzt machst du mal das hier. Ja. Weil dann ist nämlich Nacht und dann kommt die Lampe viel besser zur Geltung. Guck mal. Ja. Deswegen hast du die 2 Millionen. Ja, also ganz ehrlich, Thomas, ich hätte schlimmere Reservate, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist sogar noch halbwegs akzeptabel, Digga. Das ändern wir noch. Ja, das ändern wir noch, dass es noch besser wird. Wir haben noch eine Minute. Ja, in der Minute kann man alles versauen oder das viel besser machen, ne? Du, ich fand das da oben mit dem Block eigentlich gar nicht so verkehrt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn du da nochmal einen dranhaust. Wenn du hier nochmal einen dranhaust, da oben, so. Ja, genau, da oben. Ja, du. Ja, genau, mach das einfach so, Thomas. Das ist schon okay. Weißt du, ich will wir werden hier gewinnen. Ich will deiner Kreativität ja auch nicht im Wege stehen, Digga, weißt du? Ohne Witz, wenn wir jetzt gewinnen, das ist der Speicherkarte voll. Speicherkarte ist voll. Ja, wer hat mir die Speicherkarte gegeben? Ja, das sind halt die Momente, wo ich Thomas als Cutter zu schätzen weiß. Wenn er mir eine volle Speicherkarte gibt, lass mich bitte los, Thomas. Okay. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal. Das ist gar nicht so schlecht geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für eine Nachtlichtlampe ist es echt schön. Muss ich jetzt einfach mal sagen. Bin mal gespannt. So, hier haben wir zum Beispiel nochmal was anderes, ja? Ja. Ein Modell von Licht. Kann man jetzt auch bewerten, Thomas? Das liegt jetzt ganz an dir. Ich find's eigentlich okay. Wenn du jetzt was zu Gutes gibst, stellst du dich selber damit ein bisschen jetzt aus, ne? Ja, ich bin auch ehrlich und ich find's okay. Es ist okay. Es ist nicht gut, ne? Holzkopf 2000, das kann man besser, Alter. Du bist 18 Jahre alt, mein Freund. Wenn du aus dem Jahr 2000 kommst, hättest du es auf jeden Fall deutlich besser machen können, Alter. Das verstehe ich überhaupt nicht. Das ist auf jeden Fall mal Eiser Bleeding. Meiner Meinung nach, das ist auf jeden Fall ein richtiger Haufen Kacke. Also was Digga, der Künstler, es ist Licht. Es ist Licht, und ja, das ist ein Lichtpenis, Alter. Ich weiß nicht genau, was es sein soll, Digga. Also tut mir leid. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich in meiner Ästhetik beleidigt. Das ist echt eine Unverschämtheit hier. Wieso bist du eigentlich, Digga, dein Stuhl ist 20.000 Kilometer höher als meiner, kann das sein? Komm mal wieder runter mit deinem hohen Ross hier. So. Aber wir können jetzt ein für alle mal beweisen, wenn ich nämlich gewinne, dann heißt das nämlich, dass du immer nur deswegen gewinnst, weil du einen Revinzert-Account hast. Das kann tatsächlich gut sein, das kann tatsächlich wirklich gut sein. Du bist eigentlich gar nicht so gut, wie du denkst, ne? Das ist wirklich tatsächlich gut möglich. Aber absolut, also... Guck mal, das ist eine Taschenlampe. Nicht mal symmetrisch, aber. Ja, das sind die neuen Mac-Lights, Alter. Die haben vorne so einen Nupsi drin, wenn du dem Einbrecher auf den Kopf haust. Amazing. Weißt du, warum dieser Nupsi drin ist? Nee. Wenn du dem Einbrecher auf den Kopf schlägst, ist der zu 200% tot. 200? Das ist krass, 200%. Ja, nicht zu 99%? Nee, 200% unmöglich. Das ist auch voll gut. Ja, ist auf jeden Fall geil. Das ist eine tolle Idee. toll. Wahnsinn. Sowas stellt sich die Kölner Innenstadt gerne auch mal auf die Ringe oder sowas. Eine klasse Idee. Wie kannst du da ein Mail geben, Alter? Ich würde das totflamen bis zum geht nicht mehr, wenn ich wäre. Ja, aber ich bin ja auch ehrlich. Stell dir mal vor, der ist so 12. Ja, dann soll er aufhören, Minecraft zu spielen. Ganz einfach, Alter. Auch ein 12-Jähriger soll einen Sinn für Ästhetik entwickeln. Wieso schwebt das immer? Ist halt eine Sonne, die einfach... Aber wer denkt sich so, ja, machen wir mal einen glühenden Ball, ja, aber man erkennt erst, dass es Licht ist, wenn wir noch einmal ein paar Tische hinbauen. Also bei Licht würde ich auch direkt einen Park bauen und, sag ich mal, einen fliegenden, brennenden Feuerball im Himmel. Das macht ja auf jeden Fall Sinn. Okay, der Thomas, da haben wir auf jeden Fall Konkurrenz. Der ist nicht schlecht, ja. Ja, ich bin mal gespannt. Das sieht auf jeden Fall ganz schön aus, gerade auch mit dem gelben Glas, sehr schön umrandet mit dieser Glühbirne. Warte. Hier steht sogar, abonniert alle Revi, perfekt. Der Typ hat auf jeden Fall den Everything is Awesome, wow, verdient. Oh, der mit Stecker, Thomas. Ja, aber guck dir mal, der hat so dumme... Hier fehlt ein Block. Nee, ich finde das... Thomas, ich finde das amazing, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist sehr gut geworden. Also okay. Außerdem funktioniert das Schalter nicht mal. Ja, Junge. Oh, Gottes Willen, Alter. Was ist das? Eine Fackel, ein U-Boot? Wow. Keine Ahnung, was ist das? Eine Raketenabschussbasis? Ich weiß nicht ganz genau. Aber es ist Licht. Das sieht aus wie die Verteidigungslinie von Nordkorea. Ich weiß es nicht ganz genau. Keine Ahnung. Ja, kann man feiern, sollte man aber auf jeden Fall möglicherweise nicht. Hanboy, ich weiß nicht, was du dir dabei gedacht hast. Wir werden safe gewinnen. Einfach. Okay. Guck mal. Es ist simpel und schön in Szene gesetzt, Thomas. Ich bin jetzt einfach mal gespannt. Du kannst es einfach mal schauen. Ne? Wir schauen jetzt einfach mal, Thomas, was dabei jetzt am Ende rumkommt. Wir gewinnen. Ich bin auch mal gespannt, Digga. Thomas, bist du bereit, um zu erfahren, ob du deinen Job behalten hast oder wieder zurück ins Drecksloch ziehen musst, wo du herkommst? Ich hoffe, ich muss wieder ins Drecksloch. Ja, das stimmt. Da warst du deutlich glücklicher als hier, ne? Das ist echt so. Kann ich komplett nachvollziehen. Aber ich finde das hier auf jeden Fall... Ist das da vorne Pink Guy? Ja, ne? Das ist Filthy Frank, Pink Guy, Alter. Das ist ja einfach, Junge. Das ist einfach Pink Guy von Filthy Frank. Nice. Eins. Das ist ein Leuchtturm oder wahlweise auch ein Sextoy? Ich weiß es nicht genau. Ist okay. Könnte beides sein, ne? Ist okay. Aber ich meine, wer liebt die nicht? Die leuchtenden Sextoys im Schlafzimmer eurer Eltern. Wer hat sie nicht auch schon mal gefunden und Was? Ja, machen wir weiter einfach. Schön, Nitro. Das hast du gut gemacht. Wollte ich einfach mal sagen. Gut, Nitro. Gut. Gutes Bauwerk. Jetzt wird's spannend. Und gewonnen hat...
Aber vierte. Thomas, schade, dass du hier warst. War eine schöne Zeit mit dir. Ich gebe dir ganz kurz deine Abfindung. Ich hole sie dir kurz raus. Hier ist einmal für dich ein Osterei in der Farbe Orange. Warte, ein blaues kriegst du nicht. Nein. Brauch zwei. Nein, ich kriegst nur ein Ei davon, Thomas, weil das ist, wie gesagt, deine Abfindung. Hier gibt es ein Stück angebissene. Mach's gut, Portemonnaie, ne? Zurück. Thomas, ja. Thomas, komm sofort zurück. Thomas, lass... Leute, das war's mit diesem wunderschönen Video. Schaut auf jeden Fall bei Thomas vorbei, wenn ihr sehen wollt, wie Menschen schlecht in irgendwas sind, nämlich im Leben, so wie Thomas auch. Wenn du schneidest das irgendwie anders, Thomas, dann bist du wirklich gefeuert. Lasst einen Daumen nach oben da, Leute, und Shoutout an die Ufo-Jungs, die immer da sind, wenn ich mit denen was aufnehmen will. Toll ist es hier, toll. Tschüss, ich geh jetzt auch. Ciao.